Aloha Zimtsternchen, heute mal im Stehen. Aber die Latte habe ich natürlich nicht vergessen. Ich muss ja immer mit euch reden, wenn mich irgendwas beschäftigt. Und meistens ist das ja auf YouTube, weil eure Tante Dieter treibt es natürlich immer so auf YouTube rum. Und wir wissen alle, was gerade das Top-Thema ist auf YouTube. Miguel Pablo. Leute, Tante Dieter ist wirklich entsetzt. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, was mit ihm abgeht. Da seht ihr mal, was Drogen aus einem machen können. Und somit habe ich meinen Bildungsauftrag wieder mal erledigt. Es wird mir ja vorgehalten, dass ich hier keinen Bildungsauftrag habe, ne? Leute, ihr habt's ja alle mitbekommen, ne? Miguel Pablo hat ganz viele Drogen genommen, Partys, wie das immer so ist mit den ganz Großen, ne? Ich hab den ja noch nie so richtig verfolgt, ne? Aber jetzt bekommt man ja einiges mit. Jetzt war er ja in der Psychiatrie und meint, er ist drogenfrei. Okay, ist auch alles schön und gut. Doch jetzt kommt er wieder und Leute, er rastet total aus. Oh Gott, ich sag's euch, wenn du dir die Videos anguckst, du bist völlig verwirrt. Das ist ein Hilfeschrei von ihm. Der erzählt ja, dass irgend so ein Mirko ihm ganz viel Geld geklaut hat und so. Während Mikkel in der Psychiatrie war. Dann macht er ganz komische Videos jetzt in letzter Zeit, wo er sich voll aufregt. So voll komisch im Badezimmer. Und dann denke ich mir so, was ist denn da hinten? Da hat er in der Badewanne Bettzeug. Und dann erzählt er so, ja, der bekommt gerade kein Geld, hat keine Möbel und gar nichts und schläft in der Badewanne. Gott, Leute, ehrlich, ich bin total aufgewühlt, weil ich denke, auch der Arme, der spielt da irgendwelche Sounddateien ab. Sagt, dass die Polizei ihm das MacBook weggenommen hat und sowas. Ja, und er wird ja von keinem unterstützt. Seine Eltern, die Polizei und sein Bankberater, die sind alle gegen ihn, sagt er. Dann zeigt ihn noch am Ende so Mittelfinger und all sowas. Gott, Leute, ehrlich. Ich finde es halt alles ziemlich schwierig. Okay, wir hören jetzt die Seite von Mikkel, ne? Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ansonsten guckt euch das Video an. Ich finde es nur alles sehr, sehr schwierig, weil wir hören jetzt gerade nur eine Seite. Und ich muss sagen, ich finde das schon ein bisschen komisch. Er sagt so, ja danke Eltern, danke Polizei, zeigt Mittelfinger und all sowas. Ich bin ja immer so ein Held, der hört immer gern zwei Seiten. Warum die Polizei jetzt sein MacBook immer noch hat, wissen wir nicht. Warum er sein Geld überhaupt nicht bekommt, das wissen wir nämlich auch nicht. Weil Leute, ich habe mir dann schon gestern überlegt, ja ich mache ein Video dazu und heute macht er ein 30 Minuten Video. Einfach nur im Hochkant Handy, so 30 Minuten im Hotel ist er mit seinen Leuten, keine Ahnung. Dann geht er runter ins Spa und dann redet er die ganze Zeit von seinem Bankberater. Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Er hat den Namen schon oft genug gesagt. Der ist total durch, Leute. Ich sag's euch, der braucht Hilfe, der Junge. Ich glaube, der reitet sich da jetzt in größere Schwierigkeiten ein. Der ist, ich weiß nicht, das ist voll verwirrend. Der ist voll schizophren. Oh Gott. Du denkst dir, was redet der da? Und ich glaube nicht, dass er das schauspielert. Der ist wirklich so. Dann sitzt er da im Pool, im Hotel, ne, in Berlin und regt sich die ganze Zeit über seinen Bankberater auf und er bekommt kein Geld. Und okay, er sagt, er kann sich kein Essen kaufen und dies und das und was weiß ich. Aber Leute, wir müssen auch vorsichtig sein, weil wir wissen jetzt nicht, was die vielleicht mit ihm ausgemacht haben. Vielleicht bekommt er ja ein bisschen Geld und oder muss vielleicht irgendwie zu seinen Eltern oder was weiß ich. Wir haben hier überhaupt keine Ahnung. Oh, ich finde es total dramatisch. Da musst du noch Angst haben, dass der sich was antut. Ich meine, er sagt so, ja, er bedankt sich bei seinen Eltern und Polizei, dass er die Videos nicht machen durfte und sowas. Ich glaube, das wäre vielleicht doch ganz besser, wenn er die Videos nicht gemacht hätte, weil der wirbelt ja jetzt voll den Staub auf und Gott, Leute, ehrlich. Ich meine, er war erfolgreich, er hat immer Geld gehabt. Und wenn er dann so erzählt, ja, er möchte täglich da 500 Euro haben oder 5000, ich meine, 500 Euro oder so, denke ich mir, meine Güte, wenn ich mal am Tag 500 Euro ausgeben könnte. Alter Scholli, da würde ich mir aber auch was leisten, ne? Aber gut, er sagt ja, er bekommt gar nichts. Und jetzt will er die Bank wechseln und auch den Bankberater und alles Mögliche. Ich meine, seine Eltern kann er nicht wechseln, ne? Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass ihm irgendjemand helfen kann. Aber nicht wie er jetzt denkt. Also ich will jetzt nicht, dass er jetzt da sein Geld oder sein volles Geld oder so bekommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht er nochmal ärztliche Hilfe oder was weiß ich. Der tickt ja total aus, Leute. Das tut mir voll leid. Ich möchte nicht böse über ihn reden, aber hey, ich will da irgendwie helfen. Aber ich kann ja auch nicht helfen, weil ich meine, meine Güte, da braucht man ja schon ein geschultes Personal. Was meint ihr denn zu dem Thema? Habt ihr da vielleicht noch mehr mitbekommen? Also ich finde sowas traurig. Da sieht man mal, was Erfolg aus jemandem machen kann. Und er liegt da ganz am Boden. Und wie gesagt, er erzählt uns ja nur die eine Seite. Mich würde auch mal die andere Seite hier interessieren, ne? Sorry, ist wieder ein ganz anderes Video und ich stehe hier gerade und meine Latte ist aber schon wieder leer.
Ich musste da jetzt echt da, also das beschäftigt mich. Was ich euch noch sagen wollte, es kamen jetzt wieder ein paar Hater-Kommentare, aber es kamen wieder auch so liebe Kommentare unter meinen Videos. Leute, ehrlich, das tut mir so gut. Da gibt's viele Leute, die schreiben, Dieter, ich find's toll, wie du bist. Ich find's toll, dass du uns hilfst, dass du uns Kraft gibst. Und ich denke mir so, was mache ich eigentlich? Und viele verstehen einfach auch meine Videos nicht. Ich möchte einerseits Videos machen, um mit euch zu reden, in Kontakt zu kommen, natürlich auch ernste Themen wie heute. Aber natürlich mache ich auch Videos, die lustig sind. Hallo? Ein bisschen Spaß muss sein. So Leute, Latte ist leer, ne? Hoffen wir nur, dass das gut ausgeht und dass es da keine großen Schwierigkeiten geht. Auf jeden Fall, Mikkel, unbekannterweise von mir, ich drück dir die Daumen, dass alles hinhaut und bitte pass ein bisschen auf dich auf. Und was du so sagst und so, ne? Knubu, auch an euch. Eure sorgenmachende Tante Dieter. Bye.